Ich weiß, diese TikTok-Videos und TikTok-Channels gehen manchen von euch schon richtig auf die Nerven, aber bleibt unbedingt dran, es lohnt sich wirklich. Es ist wieder mal ein wirklich verstörendes und spannendes Thema. Ich wurde unzählige Male auf den Videos von Bebop and Bebe verlinkt. Danke schon mal dafür, sonst wäre ich vielleicht nie auf diesen Kanal gekommen. Deshalb markiert mich immer gerne, wenn ihr so etwas Gruseliges bemerkt oder findet, oder schreibt mir auf YouTube, Twitter, Instagram oder so. Irgendwo lese ich es bestimmt. Zurück zu Bebop and Bebe. Auf den ersten Blick scheint der Kanal wie jeder typische TikTok-Kanal zu sein. Es werden seltsame Tänze gezeigt oder irgendwelche trendigen Lieder oder Sounds visuell nachgestellt. Schaut man sich den Kanal aber mal genau an, fällt einem schon mal auf, dass es ein bisschen seltsam ist. Denn ihre Tochter ist in jedem Video total stark geschminkt, außerdem trägt sie manchmal sogar Fetischkleidung, obwohl sie wahrscheinlich circa 8 Jahre alt ist. Sehr fragwürdig das ganze Konzept. Doch selbst das ist ja heutzutage leider schon oft der Fall, dass Eltern ihre Kinder ausnutzen für Fame und Geld. Aber die ganze Thematik geht noch weiter. Es ist einigen Menschen in den hunderten Videos etwas Seltsames aufgefallen. Im Kinderzimmer dürfte ein Set aufgebaut sein. Die Spielsachen stehen immer auf derselben Stelle und generell herrscht keinerlei Bewegung im Hintergrund. Man sieht sogar, wie immer nur eine einzige Ecke des Zimmers benutzt wird und wie auch nur diese Ecke gestrichen ist. Bei einer Tür wird immer ein Kabel versteckt, in einer Reflexion sieht man sogar mal einen Mann mit einer Kamera, in ihrem Kinderzimmer befindet sich ein Lautsprecher samt Kamera, wodurch sie eventuell Anweisungen bekommen könnte und eventuell beobachtet wird, und sie hat schon mehrmals das internationale Symbol für häusliche Gewalt mit ihrer Hand gedeutet. Auch ihre Mutter deutet das Zeichen manchmal. An ihrer Tür zur Terrasse befindet sich außerdem sogar noch ein Schloss, sie ist also eventuell eingesperrt. Diese ganzen merkwürdigen Dinge führen mich zu dem Schluss, dass sie von ihrer Mutter gefangen gehalten werden könnte oder dass sogar sie und ihre Mutter von dem Mann mit der Kamera gefangen gehalten werden könnten. Was ich dazu noch alles herausfinden konnte, schauen wir uns nach dem Intro an. Hallo zusammen, heute geht es um die TikToker Bebop and Bebe. Das ist eine coole Mom, wie sie selbst schreibt, mit ihrer Tochter. Sie macht relativ typische TikTok-Videos und konnte so schon fast 1 Million Follower gewinnen. Jede ihrer Clips wird millionenmal angesehen. Das Ganze liegt aber sicher auch daran, dass sich einige seltsame Dinge in ihren Videos finden lassen, die für eine Entführung sprechen könnten. Aber gehen wir alles mal der Reihe nach durch. Ich habe mir so viele Videos wie möglich reingezogen und auch auf die Kommentare geachtet, um nichts zu übersehen und alles zu finden. Alles hat wohl gleich mit dem allerersten Video vom 15.09.2021 begonnen. Die kleine Tochter macht hier das Symbol für häusliche Gewalt und in der Ecke des Zimmers hängen Lautsprecher. So als wäre sie da gefangen und würde Anweisungen bekommen. Über dem Lautsprecher ist auch etwas, das wie eine Kameralinse aussieht. Vielleicht wird sie auch beobachtet. Außerdem ist es sehr auffällig, dass die oberen Ränder der Wand so seltsam und billig abgeklebt sind. Ein Zeichen dafür, dass die Wände gar nicht echt sind und einfach wirklich in einem großen Raum aufgestellt sind und so nicht ganz mit der Decke abschließen, weshalb es dann eben so billig überklebt wurde. Für mich sieht es sogar so aus, als wäre hinter dem Lautsprecher sogar zu erkennen, dass der Raum dahinter noch weitergeht und die Wände nicht echt sind. In einem anderen Video sieht man auch, dass die Decke nicht echt zu sein scheint. Außerdem ist auch nur wirklich diese Ecke, wo gefilmt wird, lila gestrichen, was auch die Set-Theorie stark bestärkt. Nach diesem Video gab es dann unzählige Beweise im Sinne von: Wenn du in Gefahr bist, dann trage im nächsten Video ein blaues Gewand. Wenn du in Gefahr bist, dann trage im nächsten Video ein gelbes Gewand und so weiter. Und dann trägt sie im nächsten Video wirklich etwas Blaues oder Gelbes. Doch das ist für mich nicht wirklich aussagekräftig. Da kann der Zufall mitspielen, außerdem wurde in den Comments wahrscheinlich jede nur denkliche Farbe genannt und irgendwo hingeschrieben. Und als sie dann vielleicht wirklich diese Farbe trug, wurde vielleicht genau diese Farbe auch hochgevotet. Oder sie macht es natürlich absichtlich für noch mehr Aufmerksamkeit. Warum ich mich überhaupt erst entschlossen habe, ein Video darüber zu machen, sind die seltsamen Kabel, die immer wieder bei der Tür versteckt sind.
Manchmal sind sie nämlich sichtbar und es wirkt so, als würden die Kabel nach draußen gehen, was auch immer mit den Kabeln verbunden ist. Das Schloss an der Tür ist natürlich extrem seltsam und diese gruselige Reflexion, wo man scheinbar eine Kamera und einen Mann sieht. Doch ich muss zugeben, zu 100% kann ich das nicht verifizieren. Erkennt ihr da zu 100% einen Mann und eine Kamera? Aber das Gruseligste ist, dass sogar herausgefunden wurde, dass ein Mädchen, das ungeschminkt zu ihrem Aussehen passt, als vermisst gemeldet wurde. Maria Lopez wurde 2014 geboren und ist seit 2018 vermisst. Altersmäßig passt sie also perfekt zu der ca. 8-Jährigen in diesen Videos. Der TikTok-Kanal startete 2021, das wäre also ca. 3 Jahre nach der Entführung. Schon ziemlich mysteriös, erkennt ihr da eine Ähnlichkeit? In einem Livestream wurde die Mutter mal gebeten, ihre Haare zu berühren, wenn sie in Gefahr ist, und schaut mal selbst, was dann passiert ist. Someone was saying Mario Kart. Thank you, Joe's Fairy. Mario Kart is a race. Thank you, amazing. Look, amazing. Thank you, Fidget. Thank you, officially. Thank you, Multi. Thank you, officially. So Mario Kart is good. Now I know I used to play Mario Kart a long time ago, and it might have been on the Wii. Thank you, amazing, for the love target. Thank you, Kylie. Look, beep up. See? Thank you, amazing. Say thank you, amazing. Thank you, amazing. Look at that. That's cute. Thank you, Fidget. Thank you, Kylie. Thank you, Multi. Thank you, Fidget. Thank you, Kylie. Thank you, Jade. What's the last one? Thank you, Kylie. And so, I have a Nintendo Wii. Thank you, Kitty Cat. But it's very old, but I do have games. Thank you, I'm a crazy. Thank you, Kylie Loves. And I have a lot of Nintendo DS games, I guess for my oldest. Thank you, Fidget Star. So I'm gonna guess those are probably outdated. I do have Nintendo. Sie dürfte ziemlich stark darauf reagiert haben und berührt ihre Haare schon auffällig lange und auch relativ seltsam. Ich weiß nicht, ob das Zufall oder eben auch Absicht sein könnte. Erwähnenswert und seltsam ist es dennoch. So wie ich das sehe, haben wir hier eine Reihe von möglichen Theorien, die ich kurz näher erläutern möchte. Die logischste Theorie ist, alles ist in Ordnung und das Mädchen liebt es einfach nur TikToks zu machen. Oder alles ist in Ordnung und sie wird von ihrer Mutter oder von ihren Eltern gezwungen, TikToks zu machen. Das wäre zwar echt nicht schön für uns Außenstehende, immerhin verliert sie ihre komplette Kindheit, weil sie den ganzen Tag TikToks-Videos drehen muss, aber vielleicht wird wenigstens das eingenommene Geld auf ein Sparkonto oder so gelegt und sie profitiert später davon. Oder aber ihre Eltern stecken sich alles selbst in die Tasche. Trotzdem ist es für mich fragwürdig, ob man seine 8-jährige Tochter so der Welt präsentieren sollte. Vor allem wird es dann eventuell später auf sie mal zurückfallen, wenn man älter ist und ihre Videos überall im Netz zu finden sind. Das Internet vergisst schließlich nie. Diese Theorie würde sogar das Set erklären, wenn wirklich alles darauf ausgelegt ist, mit dem Kind Geld zu scheffeln. Die Theorie würde auch die Hilfesymbole und auch den Mann, der ja eventuell der Vater sein könnte, erklären. Sie würde dann nämlich alles tun für mehr Fame. Das erklärt aber trotzdem nicht die seltsamen Lautsprecher und die Kameras an der Wand. Für diese Theorie spricht natürlich auch, dass es manchmal auch Videos außerhalb des Sets gibt. Die andere Theorie ist, dass sie wirklich von ihren Eltern am Set gefangen gehalten wird und offiziell wirklich vermisst wird. Ja, das Ganze ist natürlich schon extrem weit hergeholt, aber es gibt auch gewisse Hinweise dafür. Die Lautsprecher, die Kameras, das Schloss an der Tür und das Hilfezeichen für die häusliche Gewalt von dem Mädchen. Eine ähnliche Theorie ist, dass die Mutter ebenso gefangen gehalten wird und zusammen mit ihrer Tochter gezwungen wird, diese TikToks zu produzieren. Dagegen sprechen natürlich die Videos außerhalb des Sets. Klar, ein Entführer könnte alles extra so einfädeln, dass man keinen Verdacht schöpft. Es gibt ja auch Videos, wo scheinbar ihre Oma und ihre Tante dabei sind, die wirken aber auch immer so seltsam, als würden sie wirklich gezwungen werden, da mitzumachen. Ich meine, schaut euch mal ihre Blicke an. Für diese Theorie spricht allerdings diese Vermisstenanzeige und die seltsamen Dinge am Set, sowie natürlich der Livestream der Mutter, wo sie ihre Haare so seltsam berührt, nachdem jemand schreibt, sie soll das machen, wenn sie denn in Gefahr ist. Und ihr Hilfezeichen natürlich. Ich meine, das sieht doch alles schon echt seltsam aus.
Alles in allem kann man wohl sagen, dass die Fame- und Geldtheorie mit dem Kind ausbeuten und zwingen wahrscheinlich leider die realistischste Theorie ist. Das Ganze ist natürlich extrem gruselig. Kein Kind sollte so etwas jemals durchmachen. Wir sollten aber den Kanal im Auge behalten, es spricht ja auch immer noch sehr viel für die Entführungstheorie. Die Recherche war dazu jedenfalls echt spannend und natürlich gruselig. Jetzt natürlich die wichtigste Frage, was ihr von dem Ganzen haltet. Denkt ihr auch, dass es wieder mal klassisches TikTok-Business, das Kind wird gezwungen, das zu machen, oder es macht es sogar freiwillig und alles ist zu seltsam aufgebaut, damit die Leute darüber reden und berichten, für zusätzliche Reichweite? Dann schreibt jetzt Fame in die Kommentare. Oder denkt ihr, das vermisste Kind und die seltsamen Dinge am Set sind schon richtig verdächtig und die beiden wirken auch wirklich immer traurig in den Videos und sind vielleicht wirklich entführt worden? Dann schreibt jetzt Entführung in die Kommentare. Ich bin jetzt schon extrem gespannt auf eure Meinung zu dem Ganzen. Ich habe euch natürlich auch den TikTok-Kanal verlinkt, denn ich bin mir sicher, jemand von euch wird wieder irgendwelche Hinweise in irgendwelchen Videos finden. Wenn das so ist, dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja bei genügend Hinweisen noch ein Update-Video und ein Teil 2 dazu. Vielen Dank an der Stelle an die tollen Patreon-Supporter und auch an die Kanalmitglieder. Ihr ermöglicht diese Videos. Sehr gerne noch das Video liken und teilen, das hilft mir sehr. Abonnieren und Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen.